Der hier scheint noch zu leben. Was für ein Glückspilz. Dabei hätte der Tod ihm Ruhe vor den Träumen gebracht. Mal sehen, was Sidorowitsch für dich zahlt. Was hast du zu bieten? Was Hübsches. Ist vom Totenwagen gefallen. Er trägt das Zeichen. Na, du weißt ja, wie das läuft. Leg ihn einfach. Der hier lebt noch. Scheiße! Du verarschst mich! Hol mich die Zone, wenn ich's tu, Mann. Leg ihn hier hin! Ich denke, für den hier gebe ich dir. Also, Gezeichneter, ich habe dich gerettet und werde gar nicht erst so tun, als hätte ich das getan, um in den Himmel zu kommen. Du erledigst ein paar Jobs für mich, dann sind wir quitt. Außerdem ist es bestimmt besser gegen deine Amnesie, wenn du beschäftigt bist. Ich versuche, so viel wie möglich über dein Problem herauszufinden. Es ist mir scheißegal, warum du diesen Strelok finden musst. Ich kümmere mich um meinen Kram. Und solltest du die Absicht haben, ihn zu töten? Nun, dann wirst du schon deine... Was stehst du da so rum? Komm näher, ich beiße nicht. Du hast die Wahl. Entweder bekommst du die gleiche Gehirnwäsche von mir wie alle Anfänger, oder ich behandle dich wie einen echten Stalker und gebe dir direkt eine Mission. Das ist dein persönlicher PDA. Dieses nützliche Gerät hilft dir dabei, in der Zone zu überleben. Und wenn du doch stirbst, wissen andere wenigstens wie und wo. Ich mach nur Spaß. Hier, ich zeig dir, wie man ihn benutzt. Deine Aufträge findest du auf dem ersten Bildschirm. Für die meisten Aufträge gibt es Buttons, mit denen du zusätzliche Informationen über den Auftrag aufrufst. Denk dran, jeder neue Auftrag wird dir automatisch auf deiner Minikarte angezeigt. In der zweiten Sektion des PDAs findest du die Karte. Buttons über der Karte erlauben es dir, rein und raus zu zoomen. Oh, du kannst die Karte außerdem auf deine eigene Position zentrieren. Du kriegst das schon hin. Ist ja nicht besonders kompliziert. Der PDA verfügt noch über eine Sektion für Kontakt. Diese Sektion beinhaltet eine Liste mit Stalkern, die sich im Umkreis von 50 Metern von dir aufhalten. Du kannst dir eine kurze Beschreibung ansehen. Rang, Gruppenzugehörigkeit und die wahrscheinliche Gesinnung dir gegenüber. Solange du neutral bleibst, hängt es allein von dir ab, wie andere Stalker dir gegenüber eingestellt sind. Wenn du jemandem hilfst, ändert das seine Gesinnung. Sei vorsichtig, wenn Feinde in der Nähe sind. Sie werden auf deinem Visor rot angezeigt. Freunde werden grün und neutrale Personen gelb dargestellt. Oh, und die PDAs von toten Stalkern sind grau. Hilft dabei, wenn man einen Toten ausplündern will. Nun, was soll ich dir dazu sagen? Alle Informationen, die du brauchst, werden im Tagebuch notiert. Neuigkeiten auch. Selbst das, was ich dir in diesem Moment erzähle, kannst du in diesem Bereich finden. Dann du kannst sehen, wer die 20 besten bekannten Stalker sind. Ich aktualisiere diese Daten von Zeit zu Zeit, um den Wettkampfgeist aufrechtzuerhalten. Vielleicht bist du eines Tages ja ganz oben auf der Liste. Wer weiß. Deine eigenen Errungenschaften werden... Die ist ziemlich selbsterklärend. Dann haben wir noch die Enzyklopädie. Sie enthält Informationen über die Zone und Überlebenshinweise, die du findest oder von anderen Stalkern bekommst. Oh, eine Sache noch. Dein PDA verfügt über einen Breitspektrum-Funkwellenscanner mit eingebautem Decoder. In einem Radius von etwa 400 Metern kannst du sogar den Militärfunk abhören. Meiner hat einen Radius von 30 Kilometern.
Ich kann also immer mit dir in Verbindung treten. Ich werde dir Aufträge geben und aktuelle Meldungen mitteilen. Zu Beginn werde ich dir auch ein paar Hinweise geben. Ich habe einen Job für dich, Gezeichneter. Ich will, dass du einen Stalker namens Nimble findest. Er hatte einige äußerst wichtige Informationen bei sich. In der Nähe der Brücke ist er verschwunden. Finde ihn. Ob tot oder lebendig, ist mir vollkommen egal. Ich brauche den Datenträger mit der Info. Geh zu Wolf im örtlichen Lager und frag ihn. Er weiß mit Sicherheit, wo der Typ sein kann. Nun, schnapp etwas frische Luft und dann komm rein. Заблудился как бы. Вот кричу. Думаю, может, товарищи услышат. А тот в кустах тащится. Нет, товарищи не услышат. А вот я услышал. Только тебе от этого какая польза? Ужин ты мой. Да. Черт, в голове не укладывается. Ведь никто за пределами зоны толком не знает, что здесь происходит. Заговор какой-то, что ли? Leute, ich schicke jemanden zu euch, also macht euch bereit. Angreifen, wenn nötig. Over. Beruhig dich, Mann. Ich erzähl dir, wie das hier läuft. Leute, Wolf hat uns ein paar Männer geschickt. Zusammen mit dem Befehl zum Angriff. Zeit für Heldentaten.
Дай ему прикурить, я войду! Зацепил меня! Чики-брики в дамке! Помогите! Эй, кто-нибудь! Помогите! Мужик, сюда! Сюда!
Стреляйте! Кто-нибудь! А? Ко мне! Ко мне! Ко мне! Ко мне! Мужик, сюда! Сюда! Помогите! Помогите! Люди, помогите! Ко мне! Ко мне! Спасите! Выручайте! Кто-нибудь! Я ранен! Я ранен! Помогите! Люди, помогите! Я ранен! Я ранен! Так, убери оружие. Командир, там придурок какой-то внушляется. Шумнем? Заблудился солдат в зоне ночи. Отставить. Нехрен на мелочь мои запасы дать. Но пусть живет. Hast du was Wertvolles?
Hör zu, Gezeichneter. Ich habe nachgedacht. Das ist mein Angebot. Ganz allgemein gesprochen musst du vor allem Strelok finden, stimmt's? Das gibt's über Strelok zu sagen. Es gibt einen Stalker dieses Namens. Man sagt, er hätte einen Weg in die nördlichen Bereiche der Zone gefunden. Das ist jungfräuliches Gebiet. Eine wahre Goldgrube voller Artefakte. Ja. Wie dem auch sei, ich kann dir helfen, ihn zu finden. Aber du kannst dir sicher vorstellen, dass das nicht umsonst ist. Du wirst es abarbeiten müssen. Aber auf lange Sicht profitieren wir beide davon. Du entsorgst diesen Strelok-Typen und findest heraus, was mit dir passiert ist. Und ich? Nun ja, ich bekomme meinen Teil unseres gemeinsamen Profits. Also, was sagst du? In Ordnung, hör zu. Du bist auf Geschäfte aus, das kann ich sehen. Und ich meine, wir brauchen Typen wie dich. Wir versuchen uns gerade mit anderen Händlern zusammen an einer Untersuchung. Wir wollen eine Route in den Norden eröffnen, direkt ins Zentrum der Zone. Aber irgendjemand oder etwas in der Nähe des Zentrums versucht uns aufzuhalten. Ich habe keine Ahnung, wie zum Teufel dieser Strelok es geschafft hat, da durchzuschleichen. Es gibt da dieses Gebiet, in dem dein Hirn zu kochen anfängt. Echt unheimlich da. Naja, um die Sache kurz zu machen. Ein paar Jungs haben diese Stiernacken für mich ausspioniert, nicht weit von hier. Anscheinend haben sie drüben im Agroprom-Forschungsinstitut etwas rausgefunden, etwas Großes. Ich bin mir sicher, dass es mit dem Zentrum der Zone zu tun hat. Aber egal, was auch immer sie herausgefunden haben, es wird irgendwo im zweiten Stock des Instituts unter Verschluss gehalten. Und wir brauchen das Zeug wirklich dringend. Verstehen wir uns? Wenn du die Aktenmappe hast, bring sie ja nicht hierher. Bring sie direkt zum Wirt. Er betreibt die Stalker-Bar, das 100 Rad. Ich lade dir die Koordinaten auf deinen PDA. Alles klar? Du musst nach Norden gehen, über die Müllhalde und danach in Richtung Westen. Noch ein paar Kilometern kommst du zum Agroprom-Forschungsinstitut. Sei vorsichtig. Das Strahlenniveau ist auf der Müllhalde wahnsinnig hoch. Du solltest also irgendwas zum Dekontaminieren schlucken. Oder wenigstens ein bisschen Wodka. Viel Glück.